Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung, auch für die Ehre, heute Abend den Vortrag hier halten zu können. Viele kennen wir ja schon relativ lange und auch wenn sich diese Wege immer so akademisch anhören, manche haben wir doch gemeinsam hier auch gemacht. Ich hätte vielleicht, wenn Sie das Programm sich angesehen haben, was sich ja jetzt durch das Aufschieben auch nochmal geändert hat, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich auch das Thema nochmal geändert habe. Ich wollte eigentlich über die Bedeutung des Lichts für wissenschaftliche Erkenntnis sprechen. Also was kann ich durch Licht sehen, was sich anderweitig mir in verschiedenen Verfahren nicht erschließt. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich geändert und mit den Zeiten und auf die gilt es auch zu reagieren. Und deswegen habe ich jetzt heute ein ganz anderes Thema gewählt. Und als ich eben dem Vortrag von Edith Hartmann lauschte, dachte ich an einer Stelle, als sie nämlich sagte, Kunst stellt Fragen an die Natur und muss Fragen an die Natur stellen. Da dachte ich mir, ich glaube, ich komme gerade in dem zweiten Teil eigentlich auch von der anderen Seite und frage oder gucke mir Werke an, die sich den Notwendigkeiten einer Gesellschaft stellen und die sich Fragen gefallen lassen müssen, was Kunst in diesen schwierigen Zeiten zu leisten in der Lage ist. Und ich nehme da einen ganz, ganz schmalen Ausschnitt, also der ist nicht repräsentativ, aber wer weiß, aus welcher Ecke ich komme und dass ich viele, viele Jahre mit der Minimal Art gemacht habe, dann geht es jetzt eigentlich um diese Neuaufladungen und Repolitisierung von Installationen, die ästhetisch schon viel älter sind, aber die jetzt ganz neu eben gedeutet werden. Lassen Sie mich damit einsteigen. Zitat: Der Dritte Weltkrieg ist bisher ausgeblieben. Er wäre wohl auch der letzte. Mit dieser nüchternen Einschätzung eröffnete Bassung Brock 2002 seinen mit Gerlinde Koschig herausgegebenen Themenband Krieg und Kunst, in dem es um das enge Wechselverhältnis zwischen Krieg und Medienberichterstattung ging. Reagierte die westliche Welt 2002 auf die Bedrohung des islamischen Staates mit einem asymmetrischen Hightech-Krieg, der das Kampffeld über Tausende von Kilometern auseinanderzog? So sprechen Experten heute angesichts des russischen Angriffskrieges eher von einer hybriden Kriegsführung, welche die eigenen Absichten verschleiert, die Grenze zwischen Krieg und Frieden verwischt und politischen bzw. militärischen Druck mit Desinformation kombiniert. Die Bilder, die uns dabei in den abendlichen Nachrichten erreichen, scheinen wie aus einer anderen Zeit. Bodentruppen kämpfen Mann gegen Mann, Zivilisten bauen Straßenbarrikaden aus ihren Möbeln und Putin inszeniert seine Auftritte im Stile absolutistischer Herrscher. Zeitgleich treiben die Bilder vom Beschuss ukrainischer Kernkraftwerke Tausende von Menschen auf die Straßen, um Kerzen als Zeichen ihrer Solidarität zu entzünden und nationale Wahrzeichen in den Farben des Nachbarn aufleuchten zu lassen. Das Licht ist das Medium der Angreifer wie der Angegriffenen, der Brandstifter und der Friedensmahner. Dies belegen auch die nachfolgenden Bilder, aufgenommen im September, also das linke Bild, im September 2018 bei einer Gedenkfeier für die getöteten Mitglieder des Azov-Regiments nahe der russischen Grenze in der Ukraine. Rechtsextreme Gruppierungen bedienen sich unverhohlen der nationalsozialistischen Lichtsymbolik, wenn sie unter dem Lichtdom der senkrecht aufstrebenden Flaggscheinwerfer ihre völkisch-nationale Gesinnung zum Ausdruck bringen. Was mich daran erstaunt, ist weniger die Tatsache, dass Trittbrettfahrer an die Erfolge der Speerschen Lichtchoreografie von 37 anknüpfen. Eher verwundert mich, dass diese Bildsprache 2022 noch so funktioniert. Gemeinschaft soll durch die räumliche Geschlossenheit einer Lichtinszenierung ausgedrückt werden, weshalb man die offene Flanke des Exerzierplatzes durch dicht aufstrebende Lichtpfeiler schließt und den immateriellen Lichtraum in etwa 6 bis 8 Kilometer Höhe, wo die Strahlen dann langsam auslaufen und sich optisch zu einer Fläche verbinden, dass man diesen Raum schließt. Also es ist genau das, wie es damals in Nürnberg funktionierte. Ich glaube, wir haben morgen auch noch einen Vortrag dazu, ne? Oder? Das Licht aber nicht nur
zur Inszenierung von Macht dient, sondern auch zur Gewaltausübung genutzt wird, lässt sich wenige hundert Kilometer weiter in Donetsk beobachten, wo prorussische Separatisten ein Gefängnis namens Isolatia betreiben, das aufgrund seiner brachialen Methoden von westlichen Beobachtern bekannt und auch als KZ bezeichnet wird. Geht man von der Korrektheit der Berichte aus, und zwar zahlreicher verschiedener Menschenrechtsverbände, da nutzt man in Isolatia unter Missachtung aller Menschenrechte die Wirkung, die ein zu viel oder auch ein zu wenig an Licht auf den menschlichen Körper haben kann. Neben vielen anderen Drangsalen werden Häftlinge unter anderem einer permanenten Beleuchtung ausgesetzt, die nicht nur den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus stört, sondern, Sie haben das vorhin in der Führung auch so ein bisschen mitbekommen schon, unter dem Stichwort der weißen Folter erhebliche sensorische Störungen verursacht, die im Nachhinein nur schwer nachweisbar sind. Folter durch Licht oder Lichtentzug ist aber nichts, was nur in totalitären Regimen angewandt wird. Auch in westlichen Demokratien wie den USA konnten für Hochsicherheitsgefängnisse wie zum Beispiel Guantanamo Bay 2006 noch vergleichbare Verfahren nachgewiesen werden. Auch in Deutschland, in Stammheim, verwahrte man RAF-Häftlinge wie Ulrike Meinhof in den 70er Jahren noch in völliger Isolationshaft, ohne akustische Reize von außen. Das helle Neonlicht ihrer unbeheizten Zelle wurde auch nachts nicht ausgeschaltet. Nachrichten wie diese und im Internet kursierende Bilder über Guantanamo inspirierten Georg Schneider zu seiner danach benannten Kunstinstallation namens Weiße Folter, die einige eben von Ihnen vielleicht in der Ausstellung gesehen haben und was auch Ausgangspunkt dieses Vortrages hier war. Schneider konzipierte wie in so vielen seiner Installationen nicht einen Raum, sondern eine Raumfolge. Betritt man diese durch einen langen Gang, nüchtern und weiß gestrichen, überfällt einen trotz der warmtonigen Beleuchtung auch hier eine ungute Vorahnung. Die Decke ist manchmal, nicht in allen Varianten, aber schallisoliert, also mit schalldämmendem Schaumstoff verkleidet. Der Fußboden und die Wände sind in septischem Weiß gehalten. Vom Gang gehen mehrere Zellen ab, von denen einige zu betreten sind. Lässt sich der Besucher auf dieses Experiment ein, schließt sich hinter ihm leise die Türe und das Unbehagen nimmt zu. Warum das so ist, kann man spontan nicht erklären, da der Raum weder besonders klein noch dunkel ist. Im Gegenteil, er ist hell beleuchtet, die Wände sind weiß gestrichen, im Inneren befindet sich eine grüne Pritsche, eine Aluminiumtoilette und ein schmales Fenster, das allerdings keinen Blick nach draußen gewährt. Stattdessen fällt ein diffuses Licht durch die milchige Glasscheibe und macht einem unmissverständlich klar, wie weit man von der Außenwelt abgeschnitten ist. Es sind Momente wie diese, die eine Ahnung vermitteln, worauf weiße Folter abzielt. Eine absolute Reduktion aller natürlichen, visuellen und akustischen Reize. Schneiders Zelle ist schallisoliert. Das Fenster lässt sich nicht öffnen, keinerlei Luftzug geht und je länger man sich darin aufhält, desto sicherer glaubt man, dass es im Raum relativ warm sei. So dämsig die Atmosphäre, so schattenlos ist auch das Kunstlicht. Trügen wir, wie von Häftlingen manchmal gefordert, zudem weiße Kleidung und nehmen ausschließlich weiße Nahrung wie Reis oder Milch zu uns, sähe sich unser Gehirn einem ähnlichen Ausnahmezustand ausgesetzt wie in einer solchen Isolationszelle. Das Gehirn, also es, reagiert nach wenigen Tagen, manchmal auch bei manchen schon nach Stunden, mit Halluzinationen, die das Bewusstsein verändern und zwischen eingebildeter und tatsächlicher Wahrnehmung nicht mehr trennscharf unterscheiden lassen. Ziel dieser weißen Folter ist, die Psyche des Menschen zu zerstören, ohne nachweisbare Spuren zu hinterlassen. Wirksam, kostengünstig und blutig, weshalb
Andreas Veltin in seinem Katalogbeitrag zu Gregor Schneider den Begriff, also den Fachterminus eigentlich der sauberen Folter, zu Recht als euphemistisch zurückweist. Gregor Schneiders Inszenierung Weiße Folter, hier jetzt unten, wirft die Frage auf, welche Rolle der Kunst hierbei zukommt. Halten wir zunächst einmal fest, was die Kunst nicht ist oder will. Die Installation ist trotz architektonischer Referenzen meines Erachtens zu Stammheim, auch wenn er sich in den Interviews immer wieder auf Guantanamo bezieht. Die Installation ist trotz der architektonischen Referenzen kein Gefängnis und baut auch kein solches nach. Zweitens, die Räume erheben keinen Anspruch, uns zu zeigen, was weiße Folter meint. Im Gegenteil. Die Installation bleibt, und das finde ich zum Glück, eindeutig und zu jeder Zeit ein Kunstwerk. Drittens, obwohl man dem diffusen Licht in Schneiders Zellen ausgesetzt ist, erfährt man keine weiße Folter. Wohl aber wird man sich ihrer Existenz bewusst. Samt aller Begleiteffekte wie Angst, wie Raumnot oder einem beschleunigten Puls. Ausgelöst durch die Enge und das helle weiße Licht, über das Mischa, heute jetzt nicht da, aber wir kennen ihn alle in einem anderen Kontext, wie ich finde, sehr trefflich mal gesagt hat, dass das weiße Licht per se ein pures, radikales und folgenreiches ist. Warum aber nehmen wir das so wahr? Warum versetzt uns ein weißer, lichterfüllter Raum unter Haftbedingungen genauso wie im geschützten Museumskontext bereits nach wenigen Minuten Aufenthalt in einen Zustand gänzlichen Unbehagens? Die Antwort liefern Wahrnehmungspsychologen, die eben dieses Phänomen erstmals in den 1930er Jahren studiert haben, bevor man sich der Auswirkungen in den 60er Jahren neuerlich dann aus militärischem Interesse zuwandte. Das Prinzip ist einfach. Setzt man einen Probanden, wie der Gestaltpsychologe Wolfgang Metzger es im 1930 an der Uni Berlin tat, vor eine senkrechte Wand, an deren Rändern konkav gekrümmte Wandschirme von gleicher Farbe in den Raum hineinragen und projiziert auf beides ein homogenes, schattenloses Licht, bietet sich dem Auge ein völlig homogenes Sehfeld, auch Ganzfeld genannt. Und das ist auch der Begriff, mit dem es in andere Sprachen übernommen wurde. Also auch im Amerikanischen heißt das heute Ganzfeld. Bereits nach kurzer Expositionsdauer meinen die Versuchsteilnehmer, in einem dimensionslosen und strukturlosen Lichtnebel zu schwimmen, der sich in unbestimmter Entfernung verdichtet. Veränderungen der Beleuchtungsstärke nehmen sich nicht als Helligkeitsvarianz, sondern als Erweiterung bzw. Verengung des Raumes wahr, was Metzger zu der revolutionären Behauptung führt, dass, Zitat, die Wahrnehmung einer Oberfläche das Bestehen ausreichender Inhomogenitäten voraussetzt. Klammer, das ist das, was wir heute mit den Gestaltgesetzen gut erklären können, aber damals aus diesem Experiment heraus entwickelt wurde. Bieten sich dem Auge zu wenige Strukturen, Kontraste und Farbvarianzen, geht die objekt- und ereignisorientierte Wahrnehmung, auf die wir getrimmt sind, um zum Beispiel Gefahren schnell zu erkennen und auch ihnen entkommen zu können, dann geht diese ereignisorientierte Wahrnehmung in ein phänomenorientiertes Schauen über, was nach kurzer Zeit schon zu messbaren Fehlleistungen der visuellen Reizverarbeitung führt. Diese Fehlleistungen und ihre Konsequenzen studierten 1968 eine Gruppe von Psychologen, Medizinern, Physikern und Künstlern im Rahmen des von der NASA finanzierten Art and Technology Programs zwischen dem Garrett Aerospace und dem Los Angeles County Museum. Anlass ihrer Testreihe zur Erforschung der sensorischen Deprivation, also der sinnlichen, quasi dieser Reduktion, in denen es um den Verlust von akustischen, visuellen und räumlichen Informationen ging, war die Vorbereitung amerikanischer Astronauten auf ein adäquates Verhalten im Weltraum, dem wohl größten, nur denkbaren, lichtlosen Ganzfeld.
Ich will Sie mit den Hintergründen nicht langweilen. Für das Verhältnis von Macht und Licht scheinen Sie aber insofern relevant, als Sie die psychologischen Grundlagen für zweierlei lieferten. Zum einen für das Verständnis, wie sinnesdeprivierte Räume wirken und was sie mit uns tun, egal ob ich die im Kontext Strafvollzug oder im Museum rezipiere. Zum anderen dienten die künstlerisch motivierten Ganzfelder in Amerika der 1970er Jahre maßgeblich dazu, tradierte Gattungsgrenzen zu überwinden und die Farbe losgelöst vom Pigment frei im Raum zu präsentieren. Dass einige Varianten wie diese synthetische Wüste von Doug Wheeler später selbst wie kleine Raumstationen aussehen, mag man ihn heute ebenso nachsehen wie das charakteristische 70er-Jahre-Design und die zarten Twilights, die für viele Light and Space Artists der amerikanischen Ostküste zu dieser Zeit charakteristisch sind. Die hier zu sehende Anechoic Chamber, also diese schalllose Kabine, wurde 68 von Wheeler konzipiert, 71 von der Sammlung Panzer erworben und 2017 erstmals im Guggenheim Museum realisiert. Dass man seinen Aufenthalt darin trotz aller Artificialität eher angenehm denn unangenehm empfindet, lässt sich vor allem über die kurze Verweildauer erklären. Hielte man sich in diesem Schaumstoffigel mehrere Stunden auf, würde das Ausbleiben akustischer Reize gepaart mit dem zumindest von einigen Standpunkten aus wahrnehmbaren Ganzfeld ebenfalls zu einem kognitiven Ausnahmezustand führen. Für Wheeler und Terrell habe ich diesen Ausnahmezustand 2007 gemeinsam mit Neurowissenschaftlern untersucht. Mit dem Ergebnis, dass sich angesichts solch homogener Lichtfelder tatsächlich Bewusstseinsänderungen einstellen, die man durch die Ableitung von Gehirnströmen auch messen kann. Gerade weil man sie messen kann, ist es, mit Verlaub, völlig Unsinn, wenn Terrell und Wheeler von einem unvoreingenommenen, unverbildeten Kunstwahrnehmung sprechen, die sie sich vom Betrachter wünschen. Unser Gehirn kann nicht anders, als an dieser Stelle zu scheitern. So radikal die frühen Lichtinstallationen der Kalifornier in den 60er und 70er Jahren waren, so smart werden sie unter dem Einfluss moderner LED-Technik. Selbst in den Katalogen weicht das weiße Fluoreszenzlicht buntfarbigen Verläufen, die aus Rücksicht vor dem potenziell gelangweilten Leser meist von architektonischen Elementen oder rechteckigen Bauausschnitten gerahmt werden. Ihre eigentliche Bedeutung, und das sage ich auch schon im Vorgriff auf den zweiten Teil meines Vortrags, in dem es weiterhin um weiße Lichtfelder gehen wird, besteht darin, dass Künstler dem Licht eine greifbare Qualität verleihen, es auf den Raum ausdehnten und sich vom querrechteckigen Bildformat und der damit einhergehenden Bildwahrnehmung gänzlich lösten. Die Lichtbilder stehen am Ende einer alten und am Anfang einer neuen Tradition, weshalb der Vergleich zu einer Tabula rasa mannigfaltig gezogen wurde. Ähnlich wie das antike Wachstäfelchen, das nach seinem Gebrauch geglättet und neu beschrieben werden konnte, löschen sich beim Durchqueren dieser Lichtinstallationen auch bestehende Eindrücke, um Raum für neue zu geben. Ein Künstler, der diese auf sehr eindrucksvolle Weise mit Inhalten füllte, nicht ohne dabei die Grenzen der Darstellbarkeit im Medium Licht zu hinterfragen, ist nach meiner Ansicht Alfredo Jarre. Viele mögen die mehrteilige Arbeit aus dem Ruanda-Projekt kennen, das zwischen 1994 und 2010 entstand und sich vor allem mit dem Genozid auseinandersetzte, dem zwischen April und Juli 1994 fast 1 Million Menschen zum Opfer fielen. Mitglieder des Hutu-Stammes hatten in knapp 90 Tagen 950.000 Tutsi ermordet, ohne dass die Weltöffentlichkeit davon Notiz nahm. Jarre war vor Ort und fotografierte. Was er auf der Dokumenta 11 jedoch später präsentierte,
waren keine dokumentarischen Aufnahmen, sondern Lichtbilder, Ausschnitte aus einem Ganzen. Im Eingangsbereich waren kurze, in weißer Leuchtschrift gehaltene Texttafeln, die über die historischen Hintergründe des Völkermordes informierten. Und eine junge Frau namens Gutete Emerita erwähnten, die mit ansehen hat müssen, wie ihr Mann und ihre Brüder brutal ermordet wurden. Zur Visualisierung des Genozids wählte Jah kein einziges Bild, das er selbst von den Opfern in Kigali gemacht hatte und die am Wegesrand noch in der sengenden Hitze lagen. Stattdessen wählte er einen Ausschnitt aus dem Porträt einer jungen Frau, die ihn fasziniert hatte und die auch über ihre Augen mit ihm kommuniziert hatte. Und er zeigt uns die Augen statt der Opfer, die Augen, die den Genozid geschaut haben. An allen 100.000 Lichtbildern sind es immer dieselben Augen, nämlich die Augen Gutetes. Nicht die Täter und auch nicht die Toten stehen im Fokus, sondern die Opfer, die mit der Bürde der Bilder weiterleben müssen. Ich zeige Ihnen mal, ich habe das zusammengeschnitten. Das sind also frei aufgetürmte Diapositive, die auch bewegt werden können. Da ist auch meistens so ein Diagucker, man kann da noch also hinschauen. Die verteilen, da ist ja genau, die verteilen sich über die Fläche. Am Morgen sieht es anders aus als am Abend, aber immer diese Augen, die Sie hier sehen. Das historische Narrativ erhält bei Jah damit ein Gesicht, das in seiner Botschaft ebenso eindringlich wie unausweichlich ist. Das Schicksal wird greifbar und erhält einen Namen, der beim Betrachter noch nachhallt, wenn er in den nächsten Raum geht und auf jenes helle Licht. Okay, Entschuldigung, das sind noch die Augen. Und das ist dieses helle Lichtfeld, auf das er im nächsten Raum stößt und dessen Anblick schmerzlich blendet. Selbst nach einigen Minuten Aufenthalt im Raum lindert sich dieser Eindruck nicht. Im Gegenteil, es kommt die eigene Blindheit infolge der Blendung hinzu. Schmerzhaft ist das Lichtbild aus mehreren Gründen. Und Sie können das auch immer an den Augen der Besucher sehen. Physisch, weil die Pupillen nach der Dunkeladaption in den vorangegangenen Räumen weit geöffnet sind und vom hellen Lichteindruck unvorbereitet nun geblendet werden. Ästhetisch mag das Bild irritieren, weil die weiß leuchtende Leinwand zum Sinnbild aller denkbaren und visualisierbaren Bilder wird, ohne dass wir aber etwas gegenständlich darauf erkennen können. So wie das weiße Licht die Summe aller Farben ist, so steht auch das weiße Monochrom summarisch für alle Pictures and Images, die der Genozid hervorbrachte. Das Leid wird darin nicht ästhetisiert, sondern umgekehrt über die Ästhetisierung einer schmerzvollen Lichterfahrung macht Jah auf die Geschichte dieses Kontinents aufmerksam. Drittens, wir hatten physisch, ästhetisch, jetzt kommt moralisch, schmerzt das Bild, weil Jah uns mit einer historischen Realität konfrontiert, die das Versagen der Weltgemeinschaft vor Augen führt. Und zu dieser Wahrheit gehört auch, dass Ruanda bis heute kein Land ist, mit dem die westlichen Industrieländer ein ökonomisches oder machtpolitisches Interesse verbinden. Also auch deshalb das Schweigen der westlichen Medien. Zusammenfassend lassen sich an dieser Stelle drei unterschiedliche Argumentationsebenen erkennen. Wir haben eine textbasierte im Eingang, wir haben eine bildbasierte, die über das Porträt geht und wir haben hier eine, da ist natürlich auch das Bild drin, aber eine vor allem kognitive, indem sie unmittelbar in das Wahrnehmungsverhalten des Betrachters eingreift. So wichtig dieser letzte Punkt hier ist, 5 Jahre später verzichtet Alfredo Jah in einer weiteren Arbeit, die viele Ähnlichkeiten hat, ebenfalls auch in diesem Ruanda-Projekt entstanden ist, und Lament of the Images, also Lamento, die Klage der Bilder, also ähnlich funktioniert, aber 5 Jahre später verzichtet er genau auf diesen entscheidenden Betrachterwerkbezug. Stattdessen verschiebt er die Perspektive auf die Bilder selbst und auf das Bildermachen.
Da er das Anfertigen von Bildern stets für einen aktiven Prozess hält, der konzeptuelle Entscheidungen voraussetzt, spricht er auch immer von Making Pictures oder Making Images und niemals von Taking Pictures, wie im Angelsächsischen sonst üblich. Also wer mit Alfredo Jahr im Gespräch ist, sollte den Begriff des Taking Pictures besser nicht verwenden. Ähnlich präzise und differenziert geht er mit den Begriffen Picture und Images um. Er unterscheidet zwischen den materiellen Pictures und den eher immateriellen, imaginierten Images. Eine Unterscheidung, auf die kein einziger mir bekannter deutschsprachiger Aufsatz bislang eingeht. Stattdessen werden Fotos oder meist Fotos angeführt und Bilder in den Medien. Arbeiten wie Layment of Images machen aber nur in der Gesamtheit auch aller geschauten, gedachten und erinnerten Bilder wirklich Sinn. Die 2002 konzipierte Arbeit, und ich habe hier die drei Schritte mal zusammen kopiert, und in unterschiedlichen Versionen vorliegende Installation, hat nicht den Genozid zum Thema, sondern allgemeiner die Produktion, Verbreitung und Interpretation politischer Bilder in Afrika, aber auch darüber hinaus. Im ersten Raum informieren wieder drei Texttafeln über die Abwesenheit von Bildern infolge ihrer gezielten Entfernung aus dem öffentlichen Bewusstsein. Als Beispiel führt Jahr jene verschwundenen Satellitenbilder an, die das flächendeckende Bombardement der US-amerikanischen Kampfjets über Kabul 2001 gezeigt hätten. Da auf diesen Bildern leicht zu erkennen gewesen wäre, dass die USA sich nicht an die Absprache gehalten hat und zivile Ziele in Afghanistan ausspart, sondern genau umgekehrt, genau auch diese mitbombardiert, sollten die Bilder der kritischen Öffentlichkeit vorenthalten werden. Auf diese und andere Informationen folgt im zweiten Raum neuerlich ein weißes Lichtbild, das nach Aussagen Jahrs ein Stellvertreter für die vielen nicht gezeigten Bilder ist. Bevor der Besucher im dritten Raum, und das ist jetzt die Veränderung, ist auch sehr schön im Katalog jetzt nochmal abgebildet und kurz besprochen, bevor man im dritten Raum auf das Novum quasi stößt. Die Lichtpulte, die wir auch eben hatten, auf dem die Dias lagen, aber sie sind jetzt leer. Ich habe wieder diese bildgleiche Fläche im Zentrum, aber diese gedoppelte Struktur. Ich habe zwei tischartige Aluminiumkonstruktionen, die einander gegenüber positioniert sind. Eine hängt kopfüber an der Decke, die andere, das Gegenstück, steht exakt darunter auf dem Boden. Beide Leuchttische verfügen über ein Plattenmaß von immerhin 4,20 Meter mal 2,40 Meter, wobei aus den milchig-weißen Kunststoffplatten beständig weißes Licht von ursprünglich 20 Fluoreszenzröhren in späteren Varianten dann einem vergleichbar hellen LED-Licht strahlt. Die hängende Konstruktion wird über einen Motor an vier Seilen langsam auf das stationäre Gegenstück herabgelassen. Bis beide Platten und damit auch die Lichtquellen sich immer weiter annähern. Der Vorgang dauert etwa eine Minute und ich kann das jetzt nur behelfsmäßig Ihnen vorführen, aber es kommt, es geht immer weiter und ist auch nicht geräuschlos, sondern relativ laut geht das runter. Ein kurzes Überraschungsmoment entsteht ziemlich genau dann, kurz bevor sich die Lichtpulte wirklich treffen. Kurz bevor dieses Moment der Konvergenz entsteht, wenn sich die Lichtsäulen verbinden und einen schmalen Lichtstreifen an der Wand abzeichnen. Dieser Lichthorizont währt nur wenige Sekunden, dann verdunkelt sich und die Kästen liegen aufeinander. Der Ausstellungsraum wird weitgehend dunkel und verbleibt für 6 Minuten in Dunkelheit. Danach hebt sich der obere Tisch wieder an, und das Fluoreszenzlicht strömt zurück in den Raum. Bemerkenswert an dieser Installation ist, dass Jahr ihr den Betrachter nimmt. Im Loop geschaltet wiederholt sich der mechanische Vorgang des Hebens und Senkens, unabhängig davon, ob ein Besucher anwesend ist oder nicht.
Die Lichtbilder sind einander und nicht dem Betrachter zugewandt. Sie interagieren untereinander, weil sich ihre Leuchtkraft je nach Abstand addiert oder subtrahiert. Sie generieren sogar etwas Neues, wenn der ephemere Lichtstrahl, ich habe da nochmal ein Bild, an der Wand ankündigt, was sogleich passiert. Es wird dunkel. Und das nicht, weil das Licht der Pulte erlischt, sondern unseren Augen entzogen ist. Medium und Botschaft sind weiterhin im Raum vorhanden, wir können aber beides nicht oder nur kaum sehen. Folgt man dieser Lesart, widerspricht man zwangsläufig der Interpretation des Kataloges der Tate Modern, der davon ausgeht, dass die beiden einander neutralisierenden Lichtfelder eine Metapher für die, Zitat, Blindheit unserer aktuellen Gesellschaft sind, die mit Bildern bombardiert wird. Zitat Ende. Ich glaube, dass es ja an dieser Stelle weder um die Verblendung noch um die schiere Masse der gezeigten und uns zunehmend abstumpfenden Bilder geht, sondern um die nicht gezeigten, die vorenthaltenen und die verlorenen Bilder, die in ihrer Abwesenheit nicht schweigen, sondern verschweigen. Wie komme ich darauf? Der Titel von Jars Installation, Layment of the Images, ist einem gleichnamigen Gedicht des nigerianischen Schriftstellers Ben Okri, 1959 geboren, entnommen, der dieses 1992 in seiner afrikanischen Elegie veröffentlicht hat. Eine Elegie, werden viele von Ihnen wissen, ist ein Gedicht in einem sehr wehmütigen Ton, also häufig auch so wie ein Klagelied. In diesem Klagelied beschreibt Ben Okri die Zerrissenheit des afrikanischen Kontinents. Wir brauchen jetzt nicht versuchen, es zu lesen. Ich werde Ihnen gleich noch ein paar Abschnitte oder Passagen daraus übersetzt vortragen. In diesem Klagelied beschreibt er die Zerrissenheit des afrikanischen Kontinents nach der Invasion europäischer und amerikanischer Kolonialherren. Besondere Bedeutung kommt dabei den geraubten und verbrannten Bildern zu, weil sie sinnbildlich für die Auslöschung der afrikanischen Traditionen, Mythen und Legenden stehen. Schmerzlich stellt Okri fest, wie nachfolgende Generationen die Sprache dieser alten Bilder verlernen und ihre neuen Eigentümer in Ermangelung von Verständnis sie zu Kunst erklären. Ja übersetzt die von Okri meisterlich formulierte Sprachlosigkeit in zwei komplementäre und einander gegenseitig verdunkelnde Lichtbilder. Gucken wir nochmal in das Klagelied rein. Wie gesagt, ich habe es stark gekürzt und habe es mit etwas freier übersetzt, in der Hoffnung, dem Geist damit näher zu kommen. Zitat: Sie nahmen die bemalten Knochen, die Schreine der verbrannten Könige, die blutverschmierten Bilder und verbrannten, was sie nicht verstehen konnten. Sie verbrannten alles, was ihnen Angst mache. Sie verbrannten sie in Haufen. Sie verbrannten sie in ihrer Andersgläubigkeit. Sie nahmen einige Bilder und brachten sie über die weißen Meere und lagerten sie in Kellern für spätere Studien über den dunklen und undurchdringlichen Geist der Afrikaner. Sie nannten sie primitive Objekte und unterzogen sie der wissenschaftlichen Untersuchung. In ihren Heimatländern wurden andere Bilder für neue Zeiten geschaffen, für einen neuen Gott, für ein neues Zeitalter. Und als die Bilder in den vergessenen Sprachen des Todes zu sprechen begannen, wandelten die Künstler des fremden Landes den Verlust ihrer Sprache in eine neue Chemie, die sie, gereinigt vom rituellen Grauen, Kunst nannten. Die Schöpfer der Bilder, die Maker of the Images, haben ihre Geheimnisse gut gehütet, auch wenn das Land seit dem Verlust der Masken oft vergessen hat, seine alten Lieder zu singen. Die Schöpfer der Bilder, the Makers of the Images, wohnen noch unter uns. Wir müssen ihre Sprachen lauschen, ihre Lieder neu lernen und die geistigen Leerstellen eines sterbenden Zeitalters wieder füllen. Ansonsten leben wir stumm und blind, ohne das alte Lied, abgespalten von den großen Träumen des magischen, gleichwohl aber furchteinflößenden Universums.
so unterschiedlich Gedicht und Lichtinstallation argumentieren. Die weißen Lichtbilder-Jars sind ebenfalls Projektionsflächen für die Auseinandersetzung mit politischen Ungerechtigkeiten im Umgang mit dem afrikanischen Kontinent und den Grenzen ihrer Darstellbarkeit und Verbalisierbarkeit. Das Leid Afrikas spielt in unseren Medien sowohl im Text als auch im Bild keine Rolle, wie Jah 1994 und später nochmal 2006 in seinem Projekt Searching for Africa in Life nachwies. Life geschrieben. Dazu analysierte er 2500 Titelblätter des Life Magazines. In diesem tauchte Afrika gerade einmal 5-mal auf. Und in allen 5 Ausgaben ging es, und das finde ich wirklich für die gesamte westliche Welt beschämend, um Tiere, um die Tierwelt Afrikas. Der Genozid, das Trauma der verlorenen Bilder und vor allem der Hunger findet im vielleicht bedeutendsten amerikanischen Politmagazin nicht statt. Nur wenige setzten sich über diese ungeschriebene Grenze hinweg und berichteten gleichwohl. Welche Widerstände sie in der Folge aber aushalten mussten, das thematisiert die Arbeit Sound of Silence, die letzte, die ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte. Die Installation wieder von Jah kreist um die Geschichte eines Bildes, eines Lichtbildes, das in den Augen Jahs die Not Afrikas wie kein anderes zum Ausdruck bringt und zugleich nach der Verantwortung derer fragt, welche die Bilder machen. The makers of the images. Dieser einzelnen Aufnahme widmet Jah ein einziges Theater, wie er es nennt. 300 umbaute Kubikmeter zu Ehren, aber auch zum Schutz einer Ikone, über deren Motiv wir zunächst nichts erfahren. Geblendet vom weißen Fluoreszenzlicht schreitet man der Außenseite der metallischen Architektur entlang und findet schließlich an der gegenüberliegenden Seite den Eingang. Dieser wird jedoch nur gewährt, wenn man bereit ist, 8 Minuten Zeit zu schenken. Nicht 3 Sekunden, was die durchschnittliche Verweildauer vor einem Kunstwerk im Museum ist, sondern 8 Minuten, die Jah benötigt, um die Geschichte dieses Bildes zu erzählen. Den Einlass regelt ein Lichtsignal. Der rote Balken bedeutet warten, der grüne lädt zum Eintreten ein. Danach schließt sich die elektronische Türe, um störende Einflüsse von außen abzufiltern. Vorbereitet durch eine Art Countdown, der neuerlich in einem weißen Lichtbild endet, folgt sodann die Geschichte, die sich langsam in großer Stille Zeile für Zeile mitteilt. In den folgenden Minuten erzählt ein Film, der die alte Dia-Optik genauso imitiert wie die alte Schreibmaschinentype, Slide für Slide, die erschütternde Geschichte des Fotojournalisten Kevin Carter, der 1993 in den Sudan ging, um von der Hungersnot vor Ort zu berichten. Bei dieser Gelegenheit machte er die Aufnahme eines kleinen, hungernden Mädchens, für die er 1994 den Pulitzerpreis gewann. Das Bild, das Jah als Ikone bezeichnet, wird nur am Ende kurz eingeblendet. Es zeigt ein von Hunger schwer gezeichnetes Mädchen, das nur die Hintergrundinfo jetzt für Sie, das erhält man nicht in der Installation, von ihren Eltern kurz alleine gelassen wird, weil unweit davon entfernt Nahrungsmittel ausgegeben werden. Was man aber sieht, ist eben dieses kleine Mädchen, das in dem Todeskampf befindet. Dieser Todeskampf wird von einem Geier aus naher Distanz beobachtet. Die filmische Erzählung Jahs kreist aber nicht allein um die Aufnahme des Mädchens. Immer wieder durchkreuzen Passagen über das Leben Kevin Carters das große Narrativ vom Hunger Afrikas. Ganz zum Schluss leuchtet schließlich die für die Rezeption des Bildes so zentrale, weil in der Reaktion 100-fach geäußerte Frage auf, warum der Fotograf nicht geholfen, sondern Bilder gemacht habe. Eine Frage,
über die sich die Leser der New York Times echauffiert hatten und der Fotograf schließlich zerbrach. Er nahm sich im Juli 1994 das Leben. Ja belässt es aber nicht bei dieser bestürzenden Nachricht, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Er berichtet vom Tod des jungen Kollegen, also des Fotografen, und stellt doch mit der letzten Zeile seines Beitrages alle moralischen Gewissheiten in Frage. No one knows what happened to the child. Niemand weiß, was mit dem Kind passiert ist. Wir wissen nur, was mit dem Chronisten seiner Geschichte passierte. Das Leid können wir nicht aufwiegen, genauso wenig wie die Menschenleben, wie wir die Menschen leben. Wir wissen nur, was mit dem Chronisten passierte. Genau, wir können die Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen. Aber was wir tun können, wir können hinsehen. Und das Hinsehen darf kein Verbrechen aus Sicht derer werden, die im weichen Sessel ihre Morgenzeitung lesen. Bilder, und das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, verfügen über eine Macht. Sie informieren, sie klagen an, sie verurteilen oder rühren an. Niemals aber sind sie unschuldig, auch ein Begriff von Jarl. They are never innocent. Weder im Augenblick ihrer Herstellung noch im Augenblick ihrer Verbreitung. Dieser Verantwortung, aber auch Chance, muss sich insbesondere die Kunst bewusst werden, deren Währung die Bilder sind. Und damit komme ich zum Schluss. So unterschiedlich die heute gezeigten Arbeiten in ihrer Konzeption und in ihrem Anspruch waren, sie alle loteten auf visueller Ebene die Grenzen des Undarstellbaren aus. Grenzen ergaben sich aufgrund politischer, kognitiver oder ethischer Vorbehalte. Das Licht kann Macht demonstriert werden, ausgeübt und gefoltert. Dasselbe Licht kann sogleich aber Schlaglichter auf Themen werfen, die sich unserer Aufmerksamkeit anderweitig entziehen. Wie notwendig ein solches Enlightenment im Sinne des Aufhellens ist, habe ich vor allem an den Positionen von Gregor Schneider und Alfredo Cha versucht darzulegen. Trotz der reduzierten, oftmals minimalistischen Formensprache nutzten beide das Licht, um die großen, komplexen ethischen und persönlichen Fragen über den Akt des Hinsehens und der sich daraus ergebenden Verantwortung zu stellen. Sie deshalb als politische Künstler zu bezeichnen, stimmt sicher, aber griffe zu kurz. Zwar beschäftigen sich beide mit Fragen unserer Zeit und tun das auf eine kritische Weise, aber sie formulieren auch eine klare Haltung und liefern Konzepte, persönliche Konzepte von ihrer Weltsicht. Tun Kunstwerke das aber nicht, haben sie keinen kritischen Gegenwartsbezug und liefern keine alternativen Vorstellungen von Welt, dann würde ich an dieser Stelle vielleicht letztmalig für diesen Abend heute Alfredo Cha folgen und behaupten, dass es sich dann weniger um Kunst, denn um Dekoration handelt. Und das insbesondere in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden. Damit danke ich Ihnen auch fürs Zuhören. Ja, liebe Ulrike, vielen Dank für den nicht nur sehr beeindruckenden, sondern auch natürlich bewegenden Vortrag. Ich denke mal, du hast auf wirklich sehr eindrückliche Weise nicht nur zwei wichtige Künstler, die in unserer Ausstellung vertreten sind, vorgestellt mit wichtigen Werkkomplexen und auch noch den Bogen geschlagen zu diesen ganz real existierenden Szenen der Folter, des Leids, des Elends und so weiter. Und ich denke mal, Kunst hat da sicherlich in dem Zusammenhang auch eine wichtige Funktion. Und ich denke mal, das ist jetzt auch bei diesen verschiedenen Werkbeispielen auch sehr gut rausgekommen. Also vielen herzlichen Dank. Auch wenn es sicherlich schwere Kost war, aber gibt es trotzdem Fragen oder Anmerkungen, Kommentare aus dem Publikum?
Ich kann ja vielleicht mal das Eis dadurch brechen, dass ich einen Gedanken selber vorwegschiebe, wo ich gedacht habe, da könnten Sie einhaken, weil ich selbst ein wenig Bauchschmerzen hatte. Ich fand es eine riesige, riesige Brücke zwischen diesen doch elitären Lichtkünstlern der kalifornischen, nennen wir es mal Minimal Art, und dann zu so Leuten wie Alfredo Cha. Und trotzdem habe ich gedacht, probiere ich das jetzt mal, weil ich glaube, dass der Wirkmechanismus eigentlich ein ähnlicher ist und er zielt auf Verunsicherung. Die Intention, warum man das macht, ist eine andere. Aber so gesehen greift natürlich auch Cha auf eine Bildhistorie auf, aber es gelingt ihm, ich finde, auf eine unglaublich kluge Art und Weise, das dieses Schmerzhafte dann doch rüberzubringen, ohne pathetisch zu werden. Ja, ich denke mal, das sind auch ja ganz zentrale Fragestellungen, die also nicht nur die Lichtkunst im Besonderen, sondern auch Kunst im Allgemeinen beschäftigt. Und wir hatten das Thema ja auch schon vorhin ansatzweise unter dem ökologischen Aspekt, wie weit Kunst ändern kann, wie man Kunst politische Aussagen treffen kann, Bewusstseinszustände ändern kann. Das sind ja, glaube ich, Fragen, die wir uns alle, die im kuratorischen, wissenschaftlichen Bereich tätig sind, immer wieder stellen, wie weit Kunst tatsächlich da eine Macht hat. Ob es nicht einfach sinnvoller ist, einfach Umweltaktivist zu werden oder den Menschen vor Ort zu helfen. Aber ich denke mal, das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber trotz allem ist natürlich auch die Kunst ganz zentral, um einfach diese ganzen Themen an ein anderes, an ein breiteres Publikum zu bringen. Und ich denke mal, dafür arbeiten wir ja auch vielfach, um diese Dinge möglich zu machen und um tatsächlich dann eine Sensibilisierung, du hast es ja auch schon genannt, dann zu erreichen, dass man einfach den Fokus auf Dinge richtet, die uns so erstmal vielleicht nur aus weiter Entfernung bekannt sind, die aber natürlich über so eine gerade emotionale Ebene, und das ist ja auch das Besondere an der Kunst, nochmal eine andere Ansprache hat. Denn ich denke mal, wissenschaftlich arbeiten ist das eine oder Fakten zusammentragen ist das andere, aber tatsächlich eben über Kunst sozusagen nochmal eine emotionale Ansprache zu ermöglichen, wo man sich eben tatsächlich, um auf Gregor Schneider zurückzukommen, ist schon was anderes, ob ich jetzt ein Bild sehe von so einer Zelle, ob ich dann wirklich da reingehen kann und wirklich auch für ein paar Minuten mich dieser klaustrophobischen Enge, diesem weißen, diesem nüchternen Ort dann widme und mich da reinsetze, auch wenn es natürlich überhaupt nicht in Ansätzen vergleichbar ist mit einer dauerhaften Unterbringung. Aber zumindest ist einfach die Erfahrung, glaube ich, schon ganz wichtig. So, jetzt habe ich offensichtlich oder wir beide doch noch eine Frage. Wir sind hier, Sie müssen wirklich dann denken, ja, wir stehen Dank. Wie auch in so einem weißen Licht hier. Vielen Dank für den ungeheuer anregenden Vortrag, auch die schöne Art zu sprechen, danke. Was ich sehr eindrucksvoll finde, jetzt gerade um noch anzuschließen, was Sie gerade sagten, also bei der Zellenerfahrung kommt mir im Grunde genommen halluzinativ oder visionär genau das entgegen, was in mir lebt. Und bei diesem Klarkunstwerk ist es doch letztendlich so, dass ich durch die Schrift geführt werde, in einen bestimmten visionären oder imaginativen Raum einzutreten. Und dieses Spannungsfeld finde ich ungeheuer eindrücklich. War das von Ihnen so gemeint? Ja, ich würde Ihnen folgen, aber ich glaube am Ende, und das verbindet Sie, setzt beides aus. Weil ich komme an einen Punkt, wo ich es nicht mehr darstellen kann, wo Bilder platt wären, wenn er die er ja hatte, dokumentarische Aufnahmen, würden das nicht mehr leisten. Und insofern, das, was ich bei Gregor Schneider, und wir waren vorhin ja unten, es ist unglaublich, wie Sie sich selbst auch innerhalb von Minuten triggern können, wenn Sie da reingehen und eben gucken und das sich vorstellen, es ist ein enger Raum, ich kriege hier keine Luft, es ist so warm. Sie können dieses Gefühl innerhalb kürzester Zeit quasi aus sich heraus gereden. Das ist bei Cha kommt mit einem Reiz von außen, dem ich mich aber in der Weise auch eben in diesem grellen Licht nicht entziehen kann. Aber die entscheidenden Antworten müssen durch das Kunstwerk induziert, aber in mir entstehen. Und ich glaube, das ist das, was sie so klug macht, diese Arbeiten. Sie geben es nicht vor, sondern sie erzwingen, dass wir anfangen zu denken und dieser Lehre der Bilder zur Seite stellen. Wie bitte nochmal? Ja. Ja.
Ich kenne dieses Poem von Okri nicht, aber ich kenne Erzählungen von ihm. Und sie haben genau diese visionäre Kraft, also dass man so mitgenommen wird in seine eigene Vorstellung, dass man sie selbst erzeugt. Fand ich auch sehr spannend. Es ist schon länger her, dass ich ihn gelesen habe, aber der Bezug ist ja. Da hatten Sie mir was voraus. Also ich habe es immer in Vorbereitung auf den Vortrag jetzt gelesen, aber es war eine echte Entdeckung. Ich glaube, deswegen habe ich auch relativ viel, ich zitiere sonst kürzere Passagen, aber ich fand, wenn man Okri gelesen hat, das war wie so das Komplementär auch zu dem, der eine macht das mit Worten, der andere mit Bildern. Es geht in beiden um die Sprachlosigkeit. Es ist auch diese Konfrontation, also alles, ich meine, wir sind ja direkt angesprochen. Ihr packt unsere Bilder und Masken in den Keller, studiert sie wissenschaftlich. Was ihr nicht erklären könnt, erklärt ihr zu primitiver Kunst. Und auf der anderen Seite dieses Vakuum in Afrika selbst, wo das Wissen um die Masken, aber auch das Wissen um die Bilder zur Lektüre verloren geht. Also irgendwie, das gehört wirklich zusammen und war keine Entdeckung, sondern war einfach, da berief sich darauf und daher kommt der Titel und ich finde inzwischen, es gehört fast zusammen. Gut. Achso, Daniel Hausig hat noch eine Anmerkung. Daniel, siehst du auf, noch bitte deine Maske, man versteht es. Danke. Jetzt hörst du mich jetzt? Besser. Das ist die Stimme aus dem Off. Also ich habe jetzt nochmal zurück zu Stammheim. Die haben die haben eben nicht nur gefoltert, weil sie sozusagen permanent Licht in der Zelle ließen. Die haben diese zweiflammigen Leuchtstoffröhren gehabt in zwei verschiedenen Farbspektren und dann haben sie die Phasen vertauscht der elektrischen Zuführung und dann haben zum Beispiel eine Rot- und eine Grüne immer in den Phasen hintereinander gezündet. Das sieht man nicht, führt aber innerhalb kürzester Tage zu extremen Kopfschmerzen und nach 2 Wochen mindestens zu Gewebeabstoßungen im Auge. Und es waren Anwälte, die das dann verhindert haben und gesagt, das könnte so nicht bringen. Also ich muss auch das war mir neu. Dieser ganze Trakt Stammheim ist ja gebaut worden erst in dieser Zeit. Ulrike Meinhof war alleine drin. Also insofern war es dort nicht jetzt schallisoliert mit Schaumstoff, sondern sie war einfach weit ab von allem. Und dann kamen diese, das wusste ich, mit diesem flackernden, es war unbeheizt, auch im Winter. Es war, sie bekamen dieses weiße Essen. Also da hat man das schon gemacht. Es ist, alles war darauf angelegt, diesen Menschen, der austauschbar war, die für ein System stand, zu brechen. Und auch wenn das nochmal eine ganz andere Geschichte jetzt und auch das eigentlich am Rande nur lag, ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, wir müssen nicht nach Russland gucken, wir müssen nicht in die Ukraine gucken. Es war mitten bei uns, es ist mitten in den USA. Und es gibt wenige, die anklagen USA, das haben Sie wahrscheinlich die Bilder schon gesehen mit Guantanamo, die machen das Gegenteil. Die machen sie über Lichtentzug, da hat man schwarze Stoffsäcke auf, eine Brille drüber, das also von unten kein Licht reinkommt und die dicken Kopfhörer. Und beides, Lichtentzug oder den führt, aber das ist nochmal vielleicht noch eine Nuance perfide, dieses Flackern. Das, in der Zelle zu generieren. Also wir haben ja, das ist die technische Ebene, diese 50 Hertz, die immer wechseln. Und die haben halt im 25 Hertz Wechsel einmal grün, einmal rot, aber beinahe weiß gezündet. Das hält kein Gehirn aus. Und das sieht man nicht. Das ist sozusagen unterhalb der Wahrnehmung. Und das
Ja, also das kriegt man, das macht man nicht einfach mal so. Das ist bewusst darauf angelegt, extremsten Stress zu erzeugen. Und der Mensch, der das sozusagen erdulden muss, der weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Das nennt man auch in Deutschland Folter. Das ist dasselbe. Ja, ja. Das ist dasselbe. Aber man sieht eben an, und deswegen jetzt mit diesen harmloseren Experimenten da in 30er Jahren, und heute Mittag ist genannt worden, jeder, der schon mal in einem Tyrell ganz fett war, wie wenig es von der Abweichung von der Norm braucht, damit wir in unserem Wahrnehmungsverhalten irgendwie irritiert sind. Da müssen ein bisschen nur bei Tyrell sind ja oder Wheeler die Kontraste runtergefahren, also es ist dieses gedämmte Licht. Bei da ist es etwas zu hell. Es ist also, wir glauben an so großes Spektrum im Alltag von Helligkeit bis Dunkelheit zu haben. Wer den Lichtkatalog von Karlsruhe, ne, damals aufschlägt, der sieht auf dieser Schwarz, es ist dieses kleine Stück und so weiter, ein bisschen nach oben oder unten ausschlägt, sind wir mit unserem ansonsten so fantastischen Wahrnehmungsapparat gänzlich aufgeschmissen. Also auch nochmal vielen Dank für Ihren Vortrag und die ganze Darstellung. Und ich möchte jetzt einfach auch aufgrund des Physikvortrags, wo Licht tatsächlich eine Wirkung und eine Kraft hat, das fand ich sehr imposant, nochmal erzählen, dass eine Krankenschwester gesagt hat, wie heute die Kinder zur Welt kommen, ist eigentlich auch schon eine Art Folter. Also die hat es ein bisschen extrem gesagt, mit Kaiserschnitt und in voller Neonbeleuchtung. Und das möchte ich einfach mal in den Raum stellen, weil das kam mir wieder in den Sinn, als Sie von diesen ganzen Mechanismen und den weißen Räumen geredet haben. Und da wollte ich das einfach einmal so zur Info weitergeben. Ich kann es jetzt nicht belegen oder so, aber das finde ich eigentlich auch nochmal interessant, aufgrund der ganzen Vortragsreihe das mitzubedenken, wie auch wir, also die Kinder heute zur Welt kommen und was das eigentlich mit denen macht. Und ich fand es jetzt eigentlich nochmal, hat nochmal Hand und Fuß für mich bekommen. Ich glaube, aber das ist doch das, was wir alle, glaube ich, heute Mittag auch, was ich auch mitgenommen habe aus Ihren Vorträgen. Wir haben Licht immer wieder als Errungenschaft gesehen. Daniel, dein ist eine Erfolgsgeschichte des Lichtes, dass man immer mehr sicherer macht. Aber wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt, oder schon länger an einem Punkt, wo wir anfangen müssen, sensibler zu werden. Ob das dafür ist, ob das die Insekten sind, ob das, also jetzt nicht umsonst entstehen wissenschaftliche Arbeiten zur Lichtverschmutzung, zur Dunkelheit. Das wird, glaube ich, der nächste Entwicklungsschritt sein, und das müssen wir uns bewusst werden. Also auch von mir ganz herzlichen Dank für diesen unglaublichen Vortrag. Man hat gar keine Worte, weil er so außerhalb, also so unglaublich tief ist. Er ist ein Abgrund an Inhaltlichkeit, weil auch, das kann ich ja mal wegmachen, dass die Lichtkunst die Lichtkunst hat ein großes Problem, dass das Licht, das Medium, das ist Segen und Fluch gleichzeitig, weil wir müssen nur den Schalter anmachen und irgendwie ist sofort was da und die Motten sind fasziniert, ganz platt gesagt. Und die Brücke von Kalifornien, Tyrell, die ganz großen Tyrell-Arbeiten, die auch auf der Expo waren und so, da ist das ganz, ganz gefährlich, weil Tyrell ja von der unglaublichen feinen Wahrnehmungsebene herkommt und das aber ganz schnell auch so verflacht. Also wenn man auch den Lightshift in Frankfurt sieht oder so, da fragt man sich ja, okay, das ist Tyrell, da steht drauf, das ist die Verpackung, das ist eine Marke. Aber wo ist die Essenz hinten dran? Und die ist aber bei ihm, das ist ein großartiger Künstler, immer da. Und aber dieses Wegnehmen aus der Ästhetik in das weiße Licht, also da war auch das Kuba-Zitat so unglaublich, es hat eine ganz starke Inhaltlichkeit und dieses Weggehen der Bilder, aber eigentlich, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, das Verrückte, also was Daniel gerade sagte, mit diesen Leuchtstofflampen in Stammheim, es ist ja so, dass diese ganzen Foltermethoden alle existieren und wir sie freiwillig machen, und wir hatten ja vorhin oder am Anfang des Tages die Diskussion mit dem LED-Licht, und es gibt ein Phänomen bei dem, als die LED-Leuchten, die billigen, auf den Markt kamen, gab es nämlich genau dieses Stammheim-Phänomen, was Daniel sagte, weil die billigste
Steuermethode bei der LED, die ist ja eine, geht ja nicht mit Wechselstrom, sondern braucht ja gleichphasigen Strom. Das heißt, das Billigste ist, ich schneide bei meinem Wechselstrom eine Phase weg. Ich habe also meine 50 Hertz und die 50 Hertz sind plötzlich 25 Hertz. 25 Hertz Licht und 25 Hertz Dunkelheit. Das heißt, jetzt philosophisch ist die billige LED die Hälfte der Zeit dunkel, obwohl wir denken, sie sei hell. Das heißt, eigentlich sind wir mittlerweile in einer Kultur, wo wir so viel Sensibilität verloren haben, dass wir uns Foltermethoden freiwillig aussetzen. Und das ist das Perfideste, dass wir das gar nicht mehr checken. Und was du sagtest mit der Geburt, also ich habe selber, mein zweiter Sohn war eine Woche in der Neonlicht auf die Welt gekommen. Nein, der war in der Neonatologie. Also das heißt, im Brutkasten, das ist das Gleiche. Wir haben in unserer Gesellschaft Momente des Lebens und des Sterbens, also das ist eigentlich symmetrisch, im Prinzip solche, also das ist die weiße Folter, wo wir denken, dass wir in dem aseptisch-rationalen uns was Gutes tun als Menschen, aber dabei vergessen, dass wir auch eine Seele haben. Und das Medium Licht ist halt auch so ein unglaubliches Medium, weil es das Seelenhafte immer noch immanent in sich trägt, aber das oft viel zu kurz kommt. So, ungefähr das. Ja, dem habe ich jetzt auch nichts mehr zuzufügen, ja. Jetzt, ja, wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank nochmal. Ich glaube, du hast uns alle wirklich extrem beeindruckt mit deinem fundierten Vortrag. Insofern hat es wirklich das Prädikat Festvortrag nicht nur erfüllt, sondern auch die Erwartungshaltung wirklich eingelöst. Also nochmal herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns alle morgen wieder um 9.30 Uhr geht's weiter. Es wartet ein kompakter Tag auf uns alle mit vielen weiteren Vorträgen aus dem Bereich Slow Light, Biologie, Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte und so weiter. Ich glaube, freuen Sie sich mit uns. Also vielen Dank, schönen Abend und bis morgen. Und an dir, auch, hier halte ich schon die ganze Zeit in der Hand, also auch dir natürlich vielen herzlichen Dank nochmal.